Es ist ruhig geworden um Dimitri Oberlin. Schuld daran ist eine Muskelverletzung, ein Muskelbündelriss zugezogen. Damals beim U20-Nationalteam im März ist es passiert, Dimitri. Wo stehen Sie denn am Weg zurück? Wie schaut es aus gesundheitlich? Ja, es schaut besser aus. Seit vier Wochen bin ich wieder mit Physiotherapie. Habe ich angefangen. Ich kann bis jetzt wieder laufen. Es sieht sehr gut aus. Aber für diese Saison werden wir kein Risiko nehmen. Es ist besser, dass ich in Vorbereitung wieder mit meiner Mannschaft Vollgas geben kann. Sind Sie fit genug, zumindest für eine Meisterparty heute? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, wenn wir weiter so spielen, wir können schon den Unterschied machen. Ich denke, Rapid ist sehr kompakt hinten. Und ja, ich denke, die letzten 30 Minuten werden wir Unterschied machen. Es ist so, dass bereits ein Punkt heute reicht zum Meistertitel. Ist ein Unentschieden für beide heute fast eine Win-Win-Situation für Salzburg und für Rapid? Ja, aber es ist schwierig für Spieler, um in den Platz gehen und sagen, ja, wir wollen nur Unentschieden haben. Wir geben immer 100% und heute wollen wir auch die 3 Punkte holen. Kommen wir zu Ihnen. Sie waren im Herbst der große Shootingstar, da haben Sie viele Tore erzielen können für Altach. Dann im Winter Retour nach Salzburg, einmal das Goldtor gegen Mattersburg, dann die Verletzung. Wie schauen Sie persönlich zurück auf diese Saison? Ja, ich denke, das war eine sehr schöne Saison für mich. Am Anfang mit Altach, ich habe die Sache erreicht, wo ich selber nicht gedacht hätte. Und ist die Verletzung gekommen, leider in Salzburg. Ich habe mir viele Ziele ersetzt, aber ja, ich schaue einfach weiter und ich hoffe, dass nächste Saison besser wird. Dankeschön. Danke.